So, mit einem Nirgendwo hier. Genau, das wird das. So. Bei der ersten haben wir auch schon, das lädt sich langsam auf. Wir sind vertrimmt worden wie... Ich würde sagen, zum Reinkommen machen wir mal hier mal so ein paar Sumpfviecher hier. Ein paar Trunkene. Kämpfen hier. Verdammt! Okay. Also noch. Schmeckt dir das Silber? Okay, war ja zum Reinkommen mal ein bisschen anstrengend, naja. Lebensanzeige kann sich doch mal langsam füllen. So, damit kann ich mal... Wir waren doch nicht so dicht dran, oder, bei Gero? So eilig. Irgendwie müssen wir das doch spielen. Okay, hier. So. Ja, so ist doch schon viel besser, oder Leute? Mein Gott. Gut. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Da kann man nochmal umgehen. Gut, so. Hab gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. War das ein Festmahl? Voll. Nein, so ist dran. Gut, alles klar. Zum fünften Mal gut gesagt. Dann gucken wir doch mal, was wir so für Quests hier noch so haben. Was können wir denn alle machen? Die Familienangelegenheiten auf jeden Fall. Wenn jetzt auch Hexen jagen. Nach Skellige müssen wir auf jeden Fall noch. Triss. Können wir auch machen. Triss Meringold. So, was haben wir denn noch so für Nebenquests? Gucken hier vielleicht mal ein bisschen was zum Reinkommen erstmal. Ah, hier, mit dem komischen Priester hier. Die fliegenden Fäuste, gewinnt. Okay. Und Hexeraufträge haben wir nur so ein Kreischling. Okay, Fehlschlagen haben wir auch schon mal. Das hat gut gefallen. Okay.
Tja. Ich sagen, dann machen wir erstmal. Gehen wir erstmal zurück hier. Machen wir erstmal ganz entspannt. Wie sieht eigentlich meine Waffe aus? Das ist alles in Ordnung. Die können wir anlegen. Jo! Nö. Komm schon, Plätze! Jo. Okay. Das ist eine Person. Reißt ihm die Eier ab! Alle zusammen, Leute! Dein Arsch gehört mir! Das wollen wir mal sehen. Zaubert! Der Bastard zaubert! Erbärmlich. Wie ein Mann! Noch ein Bandit. Zauberei. Nicht schlecht. Nicht nachlassen. Alle zusammen, Leute. Was ist los? Ja, da haben wir schon mal erklärt hier. Komm zu Papa. Okay. Hallo. Ah, Finisher. Tippitoppi. Lass mich raus. Ich flehe dich an. Ja. Der Schlüssel ist hier irgendwo. Er muss es sein. Erstmal ausgemacht. Haben wir jetzt den Schlüssel eingesammelt? Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Alles klar. Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Ja, cool. Da haben wir einen Händler befreit. Würde ich sagen. Kriegen wir wieder neue Sachen hier. Oh, jetzt bist du dran. Tötet ihn, haltet ihn, werft ihn in den Graben. Haltet die Schnauze und kämpft. Ich spreche dich um.
Bam, Junge. Vom Pferd. Naja, geht ja momentan noch ganz gut hier. Nicht allzu viel verlernt, auf jeden Fall. So, schön umgucken hier, ne? Das sieht nach Ghoul aus. Na, sag ja. Das sind Ghoul. Ah, wir müssen ja hier in die Richtung. Na, da kann man sich immer schön die Taschen voll machen, ne? Ist aber auch eine Schlacht gewesen. Die haben sich auch in die tiefste Ecke hier verkrochen, die drei, oder? Oder vier. Oder fünf. Oh, eine Wache. Ah, da. Doch, drei. Zeige. Nun, Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? Warum kümmert ihr Priester euch erst jetzt um die Gefallenen? Die Lebenden sind die vornehmste Pflicht der Kirche des ewigen Feuers. Du machst dir keine Vorstellung von der Arbeit, die wir direkt nach der Schlacht geleistet haben. Die Verwundeten brauchten Hilfe, die Flüchtlinge geistlichen Zuspruch, Messen mussten gelesen, Spenden eingesammelt werden. Das freut mich zu hören. Was hätten die Leute nur ohne euch getan? So, ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant. Eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Ah, faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Ich denke nicht. Du kannst mich anheuern, aber todsicher nicht kaufen. Ah, eine Sackgasse. Dann ist es wohl das Billigste, dich zu töten. Drei gegen einen, das schaffen wir. Hexer oder nicht. Auf ihn! Toter Mann! Toter Mann! War der nicht. War der nicht Priester des ewigen Feuers? Wie kann ich ihn denn dann mit Feuer töten? Der hat 200 Gold dabei gehabt. War wahrscheinlich unsere Belohnung. Dann eben so. Gut, haben wir das. Ja, dann machen wir mal Hexer-Dinge, die Hexer so tun, wa? Machen wir mal den komischen Kreischling hier. Ja. Das ist der Händler. Okay. Dann machen wir als erstes das Anschlagbrett hier, würde ich sagen. Und dann machen wir mal weiter. Bei dem Anschlagbrett kriegen wir bestimmt auch noch ein bisschen Arbeit. Der Junge ist ein schrecklich, diese Gefühle. Der König hat sie festgelegt, nicht ich. Aber du entscheidest, wer passieren darf, nicht das Biest. Vielleicht werden wir uns ja einig. Wir könnten darüber reden, denke ich, aber mit trockener Kehle, jeder Wingard und Altkündiger gibt's nirgends welche. Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redanier halten alle Pforten über den Panta. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich hab noch ein paar zu verkaufen. Yay. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen.
Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Boah, 100 Gold ist aber schon hart, ey. Ich glaube, wir haben nicht so viel, ne? Geht das nicht billiger? Nein, danke. Hey, halt mal! Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Okay. Was für Arbeit? In der Nähe, ein Stück im Südosten, hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Okay. Wir brauchen echt diese Täuschungsstufen, ne? Na gut. Mal sehen, was ich tun kann. Cool. Was ist in dem Eintopf drin? Willst du ihn in den Ratten? Wald lassen? Ach, wie bist du? Du bist also dieser. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Toll. Der wird 41 Gold dafür? Gemacht, ja. Redanisches Blondes. Was haben wir denn hier noch? Apfelsaft. Fell eines weißen Wolfs. Schick. Okay. Haben wir ihn jetzt ja bis auf die Socken hier ausgenommen. Du Weißer, was willst du? Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Wir sollten dem Baron sagen, dass er seine Tochter im Wald versteckt. Vielleicht werden sie uns dann was Essbares sagen. Sie werden ihre Gedächtnisstrafe erreichen. Erinnert ihr euch an Seras, der die einfachen Leute verhungern lassen wollte? Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen, wurde lebendig von Ratten gefressen. Das reicht. Ich will nichts mehr hören. Die Männer des Barons sagen, dass er seine Tochter im Wald versteckt. Nicht die Männer Vielleicht des Barons werfen sie uns doch was Essbares zu. Es war die Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Hast du viele von diesen Geschichten? Keine guten Geschäfte machst. Und zweitens, hör einfach auf mich und geh verdammt nochmal nicht hin. Der blutige Baron heißt zum zweiten Ich habe keine Argumente, aber hör doch einfach auf mich. Melitele behüte uns. Ich verspreche dir, ich sage die Wahrheit. Auch wenn ich es nicht untermauern kann. Alles Schläger, Plünderer, Hurensohn. Die Männer des Barons haben das Dorf niedergebrannt. Dass er seine Tochter im Wald versteckt. Sie haben keinen am Leben gelassen. Vielleicht werfen sie uns dann was Essbares zu. Ich weiß nicht. Keine, sondern zwei im Wald zurückgelassen. Na, Monster im Wald. Aber wo bekommt man heute noch Knoblauch? So. Und dann gehen wir mal nach vorne gucken, ne? Was soll das? Halt! Kein Durchgang! Die Brücke ist gesperrt. Warum? Weil König Radovid es befohlen hat. Ich lass niemanden durch, der keinen Passierschein hat. Wer stellt die Passierscheine aus?
Was geht dich das an? Leute wie du kriegen sowieso keinen Passierschein. Du bist der falsche Typ. Komm schon, denk nach. Bestimmt fällt dir ein, wo ich einen Passierschein herbekomme. Ja. Die werden von königlichen Beamten ausgestellt. Aber man kriegt auch auf dem Schwarzmarkt welche. Bei wem? Namen weiß ich keine. Frag die Leute an den Übergängen, die wissen mehr. Mach ich. Bis dann. An 3 Pfund Stahl. Du kannst nicht vorbei. Vorsicht, Faulpelz! Sie wird jammern, wenn sie den Männern des Verbotes geschickt haben, dass dort ein Mehr gelaufen wäre. Es war die wilde Jagd. Sie haben keinen Anliegen. Ich krieg jetzt keinen Schnellreisepunkt hier. Das ist ja frech. So. Hier war hier Wegpunkt, klar. So. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. So, Moment, wir sollen ja erstmal den Typen da helfen, glaube ich. Da geht's, glaube ich, wieder um Zeit. Ja, falsche Papiere war das, ne? Du kommst nicht vorbei. Ich finde das geil. Kann man eine Quest so nennen, ist richtig cool. Ja, nice. Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus, hab ich recht? Nee. Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. Abgemacht. Cool. Ah, das ist kein Leichenfresser. Schwör ab, solange du noch Beine hast und Eier. Ich hab mir in die Hose gepisst. Scheiße. Zaubert! Der Bastard zaubert! Guter Kann. Hier ist nichts. Nur ein paar Kronen. Robert gehört. Götter! Bis jetzt läuft's ganz gut. Noch alle am Leben.
Zielt auf sein Heilen. Ich hab mir in die Hose gebissen. In die Hose gepisst. Nein! Ein Schlag. Komm. Da war ich zu gierig. Da war er zu gierig. Du siehst aber gar nicht gut aus. Muss ich das jetzt alle nochmal einsammeln hier? Oh nein. Bum, 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 bum. So ein Mist. Ist nicht einfach. Überhaupt nicht. Ich sollte mir angewöhnen zu speichern. Du gehörst nicht zu den Männern aus dem Boden. Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Sonst? Erstens kann man in der Einöde keine guten Geschäfte machen. Und zweitens? Und zweitens? Hör einfach auf mich und geh verdammt nochmal nicht hin. Quatschen ja alle dazwischen, ey. Geht seine eigenen Gedanken ja auch nicht. Redanien! Ja, aber er hat teuer für diese Geschenke bezahlt. Ihm fehlt sein Sohn. Wieder! Halt! Kein Durchgang! Die Brücke. Warum? Ja, das kennen wir ja schon. Weil König. Wer stellt. Komm. Bei wem? Namen. Bis dann. Oh. Aua! Die wilde Jagd hat sie nie geritten. Weil sie die Herrinnen nicht respektiert haben. Was geht mir? Ich weiß nicht. So, schauen wir mal. Achso. Ich hätte den mal noch... So, und das gibt Angriffskraft. Schwalbe, ja. Schwalbe rüsten wir mal aus. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du mich auch mal. Wir sollten den Männern des Barons sagen, dass er seine Tochter im Wald versteckt. Vielleicht werfen sie... Ah, du schon wieder. Willst du einen Schein? Ich mach dir ein... Also. Na gut. So weiß wie Quark. Ach, Quark! Das wäre jetzt genau das Richtige. Keine Sorge. Sie werden ihre gerechte Strafe erhalten. Erinnert ihr euch an den Seher, der die einfachsten Leute verhungern lassen wollte? So.
Jetzt mache ich nicht nochmal den gleichen Fehler. Speichern wir. Zielt auf seine Augen! Ich hab mir in die Hose gepisst. Stank. Hey, du da! Komm her! Was gibt's? Arbeit für... Was brauchst? Ich will da... Abgemacht. Was? Da kommt der. Dreckskühle. Zielt auf seine Augen! So viel Schaden wie möglich machen, ja? Mich wieder trifft. Ich hab mir in die Hose gepisst. Das wird viel zu einfach treffen gerade. Regenerieren natürlich, glaube ich. Wie kann der mich denn jetzt treffen? Ich bin noch ausgewichen. Zielt auf seine Augen! Hast du was verloren? Ja? Sag mir, was du zu bieten hast. Mein Gott. Das gibt's doch nicht. Wieso habe ich denn so eine schlechte Regeneration eigentlich? Vielleicht sollte ich mal Fleisch ausrüsten für den Kampf. Irgendwas, was mehr Regeneration gibt. Zweite Mal gestorben jetzt, das ist ja schlecht. Mann, Mann, Mann. Aber immerhin haben wir gespeichert. Ja. Was ist? Also das mit Schwalbe hat eigentlich ganz gut funktioniert schon mal. So, mal gucken. Es gibt denn hier diese 10 Vitalitätsregeneration. So, warte mal. Wir haben ja auch noch
Schaden bei schnellen Angriffen 10%. Das ist starker Angriff, Feldabweisung. So, machen wir mal ein bisschen mehr Schaden hier, würde ich sagen. Das können wir gerade gebrauchen. Bisschen mehr tragen. Dann verbessern wir die Fähigkeit hier noch. Okay. So, wir machen jetzt ein bisschen mehr Schaden hier. Würde ich sagen. Dann gucken wir mal. Gibt uns noch irgendwas hier essenmäßig ein bisschen was mehr? 15. Ja, dann nehmen wir erstmal die 15, würde ich sagen. Weiter. So, mal gucken. Was jetzt, du Stück Dreck? Zaubert! Der Bastard zaubert! Ich hab mir in die Hose gepissen. Aber ich glaube, wir machen mehr Damage schon. Nimm dich vor den Ghulen in Acht. Hey, du da, komm her. Was gibt's? Arbeit für... Was? Ich will... Ja. Kennen wir ja schon. Abgemacht. Das ist aber auch eine Aufgabe hier. Verdammt, bist du hässlich. Aber ich glaube, die kriegen wir jetzt schneller los. Ich hab mir in die Hose schon mal ganz gut jetzt hinkriegen. Jawoll. Mal ohne, dass wir so viel Damage kriegen, ja.
runter! Ich krieg jetzt gleich das Bier. Runter! Der war doof. Verdammt! Gleich noch Moderhaut. Zielt auf seine Augen! Ich hab mir in die Hose gepisst. Was? Wie denn das? Der hat mich doch gar nicht geschlagen jetzt. Ach komm, ey. Das ist doch... Es gibt doch Sachen, da sind wir jetzt eigentlich auch, weiß ich nicht, vielleicht sind wir auch einfach noch zu schlecht dafür. Damage gekriegt. Was glotzt du denn so? Nimm dich vor den Ghulen in Acht. Hey, du da, komm her. So, warte mal. Wir haben jetzt ja noch gar nicht geskillt. Ah, ein was gibt's? Arbeit? Was? Echt? Abgemacht. Oh, wir haben jetzt keinen Damage gekriegt gehabt von den Viechern. Einen musste ich ja kriegen. Was?
Aber ein Schlag ist okay. Hast du was verloren? Ja? Das bei einem Schlag bleibt, ist ja erstmal in Ordnung. Für drei Ghule. Ein Schlag ist erstmal. Kann ich mitleben. Zielt auf seine Augen! Ich bin direkt reingesprungen. So. Läuft aber, glaube ich, gerade nicht allzu schnell. Beeilung, die Leichenfresser. Nimm dich vor den Ghulen in Acht! Bist du hässlich? Ich hab mir in die Hose geschissen. Jawohl. Na, das läuft doch gerade ganz gut, glaube ich. Hier noch mehr. Was haben wir? Was ist denn Sprung an Luft hier gerade immer? Einfach, Alter. Immer an dem sind wir gestorben, an dem letzten, ey. Oh. Ja, das ist gute Arbeit, Hexer. Hier Na ist ja. Der Lohn für deine Mühen. Gut. Sehr gut. Verrat, solange du noch Beine hast und Eier.